Okay, jetzt ist die Zusammenfassung vom Vortrag und es gibt verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist, wir bekommen viele Effekte oder Einflüsse aus der anderen Welt. Wir leben in dieser dreidimensionalen Welt, aber diese dreidimensionale Welt ist nicht nur die Welt der Körper und die Dinge. Sie bedeutet auch, dass wir viele Effekte aus der anderen Welt bekommen. Die Existenz oder Entitäten ist fast gleich wie Existenz einer anderen Welt können Einfluss auf uns haben. Also unsere wahre Natur ist unsere Seele oder unsere spirituellen Körper. Also unsere Seele wohnen in unserem physischen Körper. Also unser physischer Körper ist ganz gleich wie ein Autowagen und unsere Seele ist die Steuer. Ne? Also unsere wahre Natur ist das spirituelle Wesen und meiste Menschen können nicht die spirituelle Wesen sehen oder hören. Aber andererseits können die spirituellen Wesen unsere Gedanken oder Gefühle hören oder sehen. Das ist die Regel von dieser Welt. Also es gibt viele spirituelle Wesen, beide gute Wesen und böse Geistwesen. Und wir, die Leute auf dieser Welt, sind unter der Einfluss von diesem spirituellen Wesen oder Geistwesen. Das ist Grundgesetz von Besessenheit. Wenn wir von bösen Geistwesen die Einfluss bekommen, das ist die Besessenheit von bösen Geistwesen. Und darüber hinaus, wenn Sie ganz klar und manchmal mit farbigen Träumen sehen, machen Ihre Seele außerkörperliche Erfahrungen. Und in einer anderen Welt trifft man meistens die Menschen, die schon tot sind. Wir haben Nachtträume, Albträume oder gute Träume. Aber während des Träums verreisen unsere Seele ins spirituelle Welt. Also unsere Nachtträume sind unsere außerkörperliche Erfahrungen oder Astralreisen. Im Nacht verreisen unsere Seele in die spirituelle Welt und Träume sind die Erfahrungen. Astral reisen. Das ist das spirituelle Gesetz. Zweitens, wir spüren die Besetzung bei schlimmen Unfällen. Wenn Sie das Gefühl haben, ich bin jetzt in einem schlechten Zustand und ich fühle Schwierigkeiten in meiner täglichen Arbeit oder ich fühle Schwierigkeiten in meinen Familienangelegenheiten oder ich glaube nicht, dass es gut ist, weil ich nicht so gesund bin. Und ich bin nicht so gut im emotionalen Bereich. Und dieser Wille kommt von der bösen Seite der geistigen Welt. Wenn Sie so denken, ist das das Hauptproblem der Besetzung. Also wenn wir von bösen Geistwesen die Einfluss bekommen, spüren wir oder fühlen wir diese negative Gedanken oder Gefühle. Also das ist das Zeichen von spiritueller Besessenheit. Darüber hinaus, es ist Auszug aus dem Buch Das Gesetz des Geheimnisses. In der Tat treten Infektionen nach demselben Prinzip auf wie spirituelle Besetzungen. Sobald Sie also die Voraussetzungen erfüllen,
spirituelle Besetzungen zu verhindern, werden sie auch die Viren abwehren können. Also nach dem Gesetz des Geheimnisses sind Virusinfektionen fast gleich wie die spirituelle Besessenheit. Viren sind die Mikroorganismen und die Viren haben keine Absicht, die Leute zu töten. Aber hinter der Viren gibt es böse Absicht, die Leute zu töten. Also einfach gesagt, Vireninfektionen oder Infektionskrankheiten sind fast gleich wie die spirituelle Besessenheit. Also es gibt leider 130 Varianten bei Coronavirus. Deswegen wir brauchen 130 malige Impfstoff, um alle Virusinfektionen zu stoppen. Aber es ist fast unmöglich. Deswegen ist es sehr wichtig, um Glaubensimmunität, diese Infektionskrankheit zu schützen, von den Infektionskrankheiten zu schützen. Wir gehen weiter. Drittens, wie man sich vom bösen Geistwesen schützt. Wenn Sie in den Happy Science Tempel gehen, dort können Sie die echten Geister der Engel oder die spirituelle Kraft der höheren Existenz sehen. Schließlich fühlen Sie und erhalten Sie die Superkraft von Elkantara in dem Tempel oder Shoja, Haupttempel von Happy Science. Also Happy Science Tempel ist die einzige Ort, in der wir die spirituelle Kräfte oder Superkraft von Elkantara zu bekommen. Es gibt viele verschiedene religiöse Kirche oder Tempel, so wie Moschee. Aber Happy Science Tempel ist die einzige Ort, in der wir spirituelle oder Superkraft von Elkantara zu bekommen. Das ist die Bedeutung, dass wir regelmäßig hierher kommen und Superkraft von Elkantara zu bekommen. Diese Live-Übertragung ist auch wirksam, hat auch die Wirkung. Und wenn Sie genug Glauben an Elkantara haben und Sie haben den Glauben an drei Schätze, ich meine den Buddha, Buddhas Gesetz und die Sangha, das heißt die Mitglieder von Happy Science, können sie durch die heilige Kraft vom Himmel und von dieser Erde geschützt werden. Also wenn wir die Vollmitglieder von Happy Science werden, schwören wir unserem Glauben an drei Schätze von Buddha, Dhamma und Sangha. Buddha ist Elkantara, unser Vater Gott oder ewiger Buddha des großen Universums. Dhamma ist die Lehre von Elkantara und Sangha ist die Gemeinschaft von Schüler oder Mitglieder von Elkantara, von Happy Science. Also unsere Verbindung mit Buddha, Dhamma und Sangha sind größter Schutz gegen die Besetzungen vom bösen Geistwesen. Und viertens kommt die praktische Methode vom Exorzismus. 1. Selbstreflexion. Gewöhnliche Menschen denken manchmal etwas Gutes, manchmal etwas Schlechtes. Aber Menschen, die jeden Tag darüber reflektieren, können ihren Geist mit der himmlischen Welt in Einklang bringen. Aber Menschen, die nicht über ihr Leben reflektieren können und Menschen, die nicht zu Gott oder der Engel beten können, denken nur an schlechte Dinge und haben eine Anhaftung an böse Dinge oder böse Worte. Also wir machen
täglich die Selbstreflexion nach dem Abendgebet. Also bei der Selbstreflexion reflektieren wir unsere Vergangenheit oder ganzen Tag von heute. Also in der Übung von Selbstreflexion können wir unsere Geister verfeinern und können wir von die Besetzung von Wesen, Geistwesen schützen. Zweite praktische Methode ist Studiengebet und Dharmafreunde. Lesen Sie meine Bücher und werden Sie zu Schutzwesen und Führungswesen von Happy Science. Und schließen Sie Freundschaften mit Mitgliedern. Und Ihr Tempel hat einen spirituellen Schutzschirm. Und er wird Sie stärker machen und wird Ihnen helfen, eine Mauer gegenüber bösen Geistwesen aufzubauen. Also unsere tägliche Studium, Gebet und unsere Findung mit Dharma-Freunden oder Mitgliedern ist Schutz gegen bösen Geistwesen. Und diesem Tempel, Happy Science Tempel, hat Schutzschirm, spirituellen Schutzschirm. Also diesen Ort, Tempel von Happy Science ist spirituellen Schutzschirm. Also wenn wir hierher kommen und treffen und gemeinsam beten, können wir uns vom bösen Geistwesen schützen. Das ist auch die Bedeutung von spirituellen Schutzschirm. Drittens, Liebe. Wenn Sie unglücklich oder selbstzentriert oder nach dem Selbsterhaltungstyp gelebt haben, ändern Sie bitte Ihre Meinung und geben Sie bitte Ihre Liebe den anderen. Sie können Mitgefühl für andere haben. Barmherzigkeit des Himmels. Liebe, unsere gebende Liebe ist auch die starke Waffe gegen Wesen, Geistwesen. Wenn wir diese gebende Liebe praktizieren, können wir die Helfer der Engel werden. Schließlich unsere heilige Aufgabe von Happy Science. Wir haben jetzt eine Betonung auf Missionsarbeit. Wir müssen anderen helfen und gleichzeitig brauchen wir die Kräfte, die uns helfen und diese Lehre in der Welt verbreiten. Also alle Lehre von Happy Science haben die spirituellen Kräfte. Wir verbreiten unsere Bücher, Vorträge, Filme oder Musik. Und alle haben die spirituellen Kräfte, uns vom bösen Geistwesen zu schützen. Also wenn wir zum Beispiel täglich die Bücher von Happy Science lesen oder die Musik von Happy Science hören, können wir uns vom bösen Geistwesen schützen. Und das ist die Bedeutung von unserer heiligen Arbeit, Missionsarbeit. Okay, hier endet die Zusammenfassung vom heutigen Vortrag. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.